Da ist er, der neue Cheftrainer von Kickers Offenbach, Rico Schmidt. Das OFC-Präsidium ist sich einig. Schmidt ist der Beste für den Job bei Kickers Offenbach. Und was sind Schmidts Erwartungen? Ich erwarte von meinen Mannschaften, dass sie mit Leidenschaft, mit Emotionalität Fußball spielen. Disharmonie geht es halt ein Stück wegzumachen. Vom Grundsatz her ist die Mannschaft sehr, sehr ordentlich besetzt, hat eine gute Qualität für die dritte Bundesliga und kann jede Mannschaft schlagen. Mit der Mannschaft hat er einiges vor. Doch was ist Schmidt eigentlich für ein Typ? Ich bin Chancendenker. Wir sehen das positiv. Es gibt keine Probleme, sondern es gibt immer für Probleme auch Lösungen. So versuchen wir das anzugehen. Und deswegen ist es eine Herausforderung, keine Frage. Für diese Herausforderung hat er den neuen Co-Trainer Alexander Konrad zur Seite gestellt bekommen, der kommende Saison auch die U23 trainieren wird. Und warum gerade Kickers Offenbach, Herr Schmidt? Ja, weil es ein geiler Verein ist. Das ist ein Traditionsverein, hier geht viel. Ich glaube auch, dass der Verein mit seiner Tradition, mit seinen Fans, mit seinen Sponsoren wieder in die Richtung gebracht wird, dass man Freude auch hat, in der Stadt zu gehen. Das hat die Mannschaft auch in der Saison bis jetzt auch gezeigt. Nur wenige Tage Bedenkzeit hat Schmidt sich genommen. Dann stand für den Ex-Trainer von Erzgebirge Aue fest, wo ich einfach auch für mich entschieden habe, relativ schnell. Es ist eine tolle Sache, es ist eine geile Sache, hier arbeiten zu dürfen, mit allen gemeinsam am Erfolg zu arbeiten. Wenn ich dreimal verliere, habe ich keinen Spaß. Dann muss ich an die Grundtugenden wieder appellieren. Dann muss ich meinen Zweikampf gewinnen, dann muss ich mein Laufduell gewinnen. Dann muss ich als Mannschaft versuchen, auch zu funktionieren. Wenn ich drei Spiele hintereinander gewinne, dann läuft der Laden manchmal von selbst, in Anführungsstrichen. Können wir reden, wie wir wollen. Am Ende möchten auch die Zuschauer, die Fans eine Mannschaft sehen, die um die drei Punkte kämpft. Und das ist einfach, versuchen auch das herauszukitzeln.